Schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie da sind. Schlank über Nacht. Das wäre schön, gell? Aber das ist eine Illusion. Und viele von uns kennen das. Auf die Waage stellen, Blick runter und man weiß schon wieder, man hat zugenommen. Und man denkt sich, woher kommen diese Kilos? Aber heute, meine Lieben, werden Sie erfahren, wie man es schafft, endlich abzunehmen, das Wunschgewicht zu erreichen. Obgleich man sagen muss, nicht alle Menschen stehen auf schlanke Traummaße. Es gibt auch Gäste, die sich sehr wohlfühlen in ihrem Körper. Und auch das ist sehr okay. Ich darf Ihnen meine Gäste heute vorstellen. Ingrid hat es geschafft. Sie hält ihr Idealgewicht mittlerweile seit über 20 Jahren und dabei isst sie alles, was sie will. Petra motiviert kurvige Frauen, sich etwas zuzutrauen und auch einmal in ein schönes Kleid zu schlüpfen, nicht immer alles zu verstecken. Werner hat 20 Kilo in 4 Monaten abgenommen. Ohne die Unterstützung seiner Partnerin wäre das nicht möglich gewesen. Elisabeth hat für ihren großen Traum, auf der Bühne zu stehen, ganze 45 Kilo abgenommen. Sieglinde ist 80 Jahre jung und fitter denn je. Liegestütze gehört für sie zum Alltag. Bianca steht zu ihren Kurven und fühlt sich wohl. Abnehmen ist für sie kein Thema. Und für Iris ist Sport sehr wichtig, denn Diäten, sagt sie, sind ein Blödsinn. Und im Studio begrüße ich unsere Expertin, die Ernährungswissenschaftlerin Magistra Christina Lachkowitsch-Butschädel, die wir heute fragen, ob es die eine Diät gibt, mit der es jeder von uns schaffen kann. Das wird spannend. Freue mich, dass ihr alle Zeit gefunden habt, zu mir zu kommen. Ich würde mal vielleicht am Anfang gerne fragen, wie wichtig euch die Figur ist. Elisabeth, ich mag gleich mit dir anfangen. Ja. Warum war es für dich so wichtig, abzunehmen und vor allem so viel abzunehmen? Ja, immer sagen, ich habe das vorher, ich war eigentlich immer sehr glücklich, so wie ich ausgeschaut habe oder war zufrieden, ich habe Kondition gehabt, ich bin am Berg aufgestiegen. Es hat eigentlich alles gut funktioniert, aber dann wollte ich ja einen Song haben mit meiner Stimme, dass ich weiß, wie meine Stimme ist, und habe damals ein Komponistenteam kennengelernt und die haben dann zu mir gesagt, du Mädel, das wird aber nichts, da müssen wir was machen. Und dann habe ich tatsächlich ja so viel abgenommen. Das heißt, diese Menschen, die für dich als zukünftige oder bereits sehr, also damals zukünftige, jetzt mittlerweile sehr erfolgreiche Schlagersängerin, ein Lied komponiert hätten, haben aber die Bedingung gestellt, du solltest abnehmen. Sie waren wirklich ja, sehr freundlich, aber irgendwie auch knallhart, weil sie gesagt haben, ja, dass du echt was machen musst. Und dann bin ich irgendwie so erwacht aus dem Ganzen und habe gedacht, es ist einfach mein großer Traum gewesen, einen Titel zu haben. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn ich so viel Kilo habe, dann wird das vielleicht echt nichts werden. Was sagt die Bianca dazu? Ja, ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich stehe auch an der Öffentlichkeit, aber jetzt nur auf Instagram. Ich muss mit meiner Stimme nichts tun. Ich muss jetzt nicht auf Bühnen stehen. Ich setze mich dafür ein, dass Frauen sich in jeder Körperform wohlfühlen dürfen und auch sie dürfen sich auch scheiße finden. Das ist überhaupt kein Problem. Also jeder darf sich finden, wie er möchte. Ich setze mich eben dagegen ein, dass das von außen diktiert wird. Eben genau so was, was dir da passiert ist. Ich hätte vermutlich erst recht nicht abgenommen und hätte es so versucht. Ja, aber es ist immer die Frage, was man bereit ist, für seine Träume zu tun. Ja. Petra, ja. Wie siehst du das? Ja, man wird so diktiert von außen her. Es werden viele Chancen von vornherein, glaube ich, nicht zugelassen. Mhm. Es wird nicht drauf geschaut, was du wirklich kannst, sondern was du darstellst. Aber hast du schon versucht abzunehmen? Ja, na klar. Wie oft? Mehrmals. Also obwohl du jetzt sagst, ja, man wird nicht so wahrgenommen oder man darf kaum so sein, wie man sein möchte, ja, hast du selber versucht abzunehmen? Mhm. Weil die Gesellschaft es ein Stück weit vorgibt oder weil du selber dich nicht... Beides, glaube ich. Beides. Und es ist auch, irgendwann ist der Punkt da, wo du dich entscheiden musst, ob du so okay bist, wie du bist. Und das ist das Wichtigste. Und das war beim Werner nie so?
dass er sich so wohl gefühlt hat? Naja, es ist ja eine gewisse Bandbreite, finde ich, wo man sich wohlfühlt oder auch jetzt, wo es um Gesundheit geht. Mhm. Zu wenig ist schlecht, zu viel ist auch schlecht und dazwischen sollte man sich bewegen. Ich habe den Anspruch gehabt, dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Mhm. Ich habe andere Ansprüche auch. Ich kleide mich ganz gern gut und eben einfach, der Anspruch ist da. Und es geht aber nur unter Aufsicht und es geht nur mit einem Programm und es geht nur, wenn auch der Partner mitspielt, sonst geht das nicht. Du wirst uns dann noch einmal erklären, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber du hast unglaubliche 20 Kilo in 4 Monaten abgenommen. Ja. 20 Kilo mehr hat bedeutet, wie viele Kleidergrößen mehr? Ich habe schon Sakkos dann mit 54 angehabt und jetzt habe ich 48. Hast du diese ganzen großen Sachen weggeschmissen? Die sind jetzt... Ich hänge noch im Schrank und jetzt mal blutet mir das Herz, wenn ich den Schrank aufmache und da hängen die Sachen drinnen. Auf der einen Seite, ich kann das nicht mehr anziehen, keine Chance mehr. Auf der anderen Seite sage ich, okay, gut, das war's und ich kaufe mir neue. Also das ist natürlich schon, wenn man sich davon trennen muss, aber ich habe teilweise Hemden draußen gehabt, die haben, das ist ein Sack. Okay. Und die kann man natürlich dann weggeben. Wobei, das ist für mich dann jetzt eher positiv, ich meine, ich kaufe mir neue Kleidung. Ja. Okay. Ingrid, wie viele Jahre hattest du verschiedene Kleidergrößen oder Konfektionsgrößen im Kasten? Weil das war so bei dir. Ich habe gerade überlegt, 7 bis 10 Jahre. Und ich habe am Beginn, wo es mir überhaupt nicht aufgefallen ist, da war ich ja im Radio, da habe ich Radiomoderation gemacht. Das sieht mir niemand, oder? Das ist völlig egal. Und dann haben die Landesstudios damals angefangen, diese Lokalsendungen zu machen, die sie heute alle kennen, gab es aber nicht. Und die einzigen Damen, die ich dort gesehen habe, die waren ganz dünn. Die waren zierlich und sie waren blond und blauäugig. Und ich war dick und ich habe solche Augen gehabt. Und ich wollte aber unbedingt ins Fernsehen. Und das war dann so ein Teil, wo ich das erste Mal angefangen habe, zu überlegen, ich könnte es mal mit zumindest Abnehmen probieren. Aber hat jemand zu dir gesagt, liebe Ingrid, wenn du vor die Kamera möchtest, dann solltest du schauen, so wie bei der Elisabeth, dass du einfach abnimmst? Nein, aber ich habe das Gefühl, ich habe nichts anderes gesehen. Für mich war das klar, das Vorbild damals, so wie jetzt auch die Vorbilder andere sind, oder? Heute gibt es Frauen mit Curvy-Models in Unterwäsche. Das gab es ja damals, wir reden von 30, 35 Jahren. Du hattest keine Bilder im Kopf. Und deswegen, nicht einmal meine Eltern, die hat das nie gekümmert. In unserem mütterlichen Clan waren alle etwas voluminös. Aber das hat mich nie gekümmert. Aber wenn du die Öffentlichkeit angesehen hast, habe ich keine anderen Bilder bekommen als die ganz dünnen. Und wenn du dorthin wolltest, karrieremäßig Fernsehmoderationen machen, dann musstest du, habe ich zumindest kombiniert, muss ich auch so sein. Genau. Und das hast du geschafft? Ja, so mit 7 Jahren auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und dann hatte ich einen Fernsehjob, dann kam es damals die Wir-Frauen-Sendung. Und da war ich ganz dünn bei der Bewerbung und vor lauter Stress vor dem Fernsehen habe ich dann, glaube ich, die ersten 2 Monate wieder 7 Kilo zugenommen. Ich habe gedacht, alle merken es, um Gottes Willen, dann kannst du mit solchen Hamsterbacken nicht moderieren. Komischerweise ist es niemandem auffallen, außer mir. Aber diese Beschäftigung ständig mit Körperlichkeit, mit zu viel, zu wenig Gewicht oder mit der Garderobe hat dich eigentlich, kannst du rückblickend sagen, dass dir viele Jahre dadurch vermiest waren, vielleicht auch die Jugend oder die in jüngeren Jahren, wo du vielleicht auch nicht auf Partys gegangen bist oder irgendwie ins Schwimmbad, weil du dich zu dick gefühlt hast? Und ich habe ganz viele Jahre und ich hatte natürlich, muss ich heute sagen, immer eine Ausrede, wenn irgendwas in meinem Leben nicht funktioniert hat. Der Traummann ist nicht auf mich geflogen. Ja, weil ich bin einfach zu dick. Den Tanzkurs habe ich nicht besucht. Ja, ich bin einfach zu dick. Den Job habe ich nicht gekriegt. Ja, ich bin halt einfach zu dick. Also es war so eine seltsame Geschichte, die damit verbunden war. Würde ich heute anders sehen, aber es war ein ganz großer Prozess und schlussendlich fängt es dann im Kopf an, wo du dir denkst, also irgendwas, so wie sie die Kollegin gesagt hat, heute kommt es darauf an, bitte, was sind wir denn da alle? Die Essenz, ob der Körper ein bisschen mehr hat, ein bisschen weniger, also Peanuts, aber die Zeiten ändern sich auch. Und ich habe eine Menge gelernt, muss ich auch sagen, ich habe eine Menge gelernt. Ja, und du wirst heute noch deinen Weg zur Traumfigur, ohne irgendwie zu hungern oder auch so zu viel Sport machen zu müssen. Also, weil du sagst, du kannst essen, was du willst, aber du nimmst nicht zu. Die Sieglinde wiederum hat den Sport für sich entdeckt. Ja. Ja, bei mir war es so. Ich war immer eigentlich sehr schlank. Ich muss sagen, bis so circa 50. Dann haben die Wechseljahre begonnen. Und dann kann man sagen, fast jedes Jahr Kilo.
mehr. Ja, und ich war halt dann wirklich sehr, sehr unglücklich. Wie viel Kilo hattest du, bei welcher Körpergröße, was der Höchststand war? Naja, ich habe schon 84, 85 habe ich schon gehabt. Bei einer Größe von? Ja, da war 1,62, 1,63, ja. Ich war, muss aber sagen, ich war sehr unglücklich dabei. Ich war wirklich traurig. Und ich habe wirklich durch das Glück dann, dass meine Tochter die Sportclubs gegründet hat. Meine Tochter hat 6 Sportclubs. Mhm. Und da habe ich mit ihr, das war vor 12 Jahren, habe ich mit ihr in Berlin dann die Prüfung und alles gemacht, Clubmanagerprüfung habe ich gemacht. Und ich bin jetzt fast täglich bei meiner Tochter in die Clubs. Mhm. Und ist ein bisschen Ansporn auch von meiner Tochter. Also du hilfst dir nicht nur beim Management, du bewegst dich auch. Und machst auch Sport. Ich trainiere 3-mal wöchentlich. Was machst du da? Auch mit du, ich mache alles. Ich mache die Planke. Ich mach, was machst du? Die Planke, weißt du, so am Abstützen, eine Minute, so am, am Bauch. Und ich mache mit den TRX-Bänder und mache, bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben keine Geräte, wir stehen nur. Und das heißt, wir haben auch mehr Körperspannung. Wir sitzen uns nicht nieder und nicht. Und ich habe jetzt schon wieder 9 Kilo weg. Und es müssen dann noch einmal 2, 3 und dann bin ich. Du siehst großartig aus und ich kann mir gut vorstellen, dass du für viele ein Vorbild bist, weil ich meine, das Alter, ich schaue da immer hin. Ja. Nein, ja. In 20 bis 100, ne? Weiß also, das ist, ja. Und das macht schon auch die Bewegung, macht das aus, ja. Es das ist, also ohne Bewegung, Sigrinde, fühlt man sich nicht wohl, verliert man nicht das Gewicht. Das, ja, ja, ja. Und dazu kommt dann auch noch die Ernährung. Mhm. Das sind dann Details, über die wir noch reden werden. Iris, du kannst die Sigrinde gut verstehen, gell? Ja. Mit Sport. Ja. Was war bei dir der Grund, anzufangen, sich zu bewegen? Also bei mir war es eine Verletzung im Rücken. Also ich habe damals sporadisch nur Sport gemacht, nicht regelmäßig, und habe mich im Rücken verletzt und habe dann Infusionen bekommen. Ich habe sehr starke Schmerztabletten genommen. Und mein Arzt hat damals gesagt, wenn ich nicht was ändere, wenn ich nicht Muskeln aufbaue, gerade im Rücken und im Rumpfbereich, dann werde ich mit diesen Schmerzen leben müssen. Und ich kann diese Sportarten, die wie Laufen, Tennis spielen, kann ich nicht ausüben. Das wollte ich natürlich nicht hinnehmen. Und habe dann wirklich konsequent ein Jahr lang Krafttraining gemacht. Mit Eigengewicht oder mit? Genau, mit Eigengewicht. Ja. Also ich bin eher, so wie die Dame sagt, eher mit, ohne Gewichte, so wie Plank und so. Und habe dann ein Jahr später dann mit Laufen wieder begonnen. Und bis jetzt hält mein Rücken. Also ich bin schmerzfrei. Ich kann Sachen machen, die ich mir nie mehr gedacht habe, dass das funktioniert. Und mache es regelmäßig jetzt. Also ich trainiere 3 bis 4 Mal in die Woche, der Woche. Und fühlst dich dabei pudelwohl? Natürlich. Also okay. Für mich ist Sport sehr wichtig geworden. Wie wichtig ist dir die Optik, das Schlanksein? Ne, Optik, ich sage mal so ein Auftreten beziehungsweise das Gewicht ist nicht so ausschlaggebend, finde ich jetzt. Ob jetzt jemand schlank ist oder ein bisschen stärker ist. Für mich selber, durch meinen Sport hat man eine gewisse... habe ich eine gewisse Figur erreicht. Und ich bin eher der Typ, der sagt, ich will gesund sein. Ich differenziere jetzt nicht, ob jemand 10 Kilo oder 5 Kilo mehr hat, sondern für mich ist wichtig, ich will vital sein, die Alltagstätigkeiten will ich genießen. Ich will nicht nachdenken müssen, okay, komme ich runter und binde mir meine Schuhbänder zu oder kann ich mit kleinen Kindern spielen und so. Das ist wichtig für mich. Nicht nur die Optik allein. Genau. Deine Mama Bianca, die ist ja auch eine, die sich Tag ein, Tag aus mit Schlanksein beschäftigt. Ja, meine Mutter war Ernährungsberaterin jahrelang und ist schon relativ alt. Also die hat mich damals mit 40 bekommen und kommt eben auch aus dieser Generation, die eben sich immer einbildet, dass man für alles schlank sein muss. Und ich bin dankbar, dass ich mittlerweile zu einer Generation gehöre, die diese Dinge auflösen darf. Also, und meine Mutter findet das, ich weiß es nicht, wie sie das findet. Also sie, die Kommentare sind da teilweise schon interessant, die da kommen. Zum Beispiel? Also, naja, irgendwann hat sie zu mir gesagt, du hast deinen Nachteil zum Vorteil gemacht. Und das sind halt Sprüche, wo ich mir denke, au. Und wenn man mit solchen Sprüchen aufwächst und mit diesen Glaubenssätzen aufwächst, dass man
benachteiligt ist durch seine Figur, ist das nicht sehr gesund. Und wenn man das irgendwann ablegen kann, dann ist das natürlich besser. Ja. Früher war es wohl so, weil du jetzt die Generation angesprochen hast, dass es für schlanke Frauen, du warst ja auch immer schlank, Sieglinde, unendlich viel, ist das jetzt da, unendlich viel Mode gab. Wenn du ein bisschen stärker warst, hast du dir schwer getan. Frauen und auch Männer haben sich eher versteckt. Du gehörst zu einer Generation, Bianca, ihr zeigt, was ihr habt. Also die Curvy Models, das hat so angefangen vor ein paar Jahren, trauen sich auch, also auch du bist als Influencerin, sieht man dich in auch sehr sexy, du zeigst, was du hast, aber die Mode hat sich auch geändert. Also du betonst ja auch Busen und Popo und Teile, also du zeigst auch. So schau ich auch. Naja, man muss arbeiten mit, was man hat. Ne? Und das ist aber man hat mehr als was man selber hat, aber auch was man kriegt, sozusagen zum Abziehen. Ne? Also ich muss sagen, auch in meiner Jugend, ich war nie dick, nie dünn. Ich bin sehr groß, also ich bin 1,80 groß und habe früher schon 42, 44 getragen, ohne dick zu sein, weil ich immer sehr, sehr sportlich war. Das bin ich auch heute noch. Ich habe immer solche Größen getragen und da war das Einkaufserlebnis, ich komme also nicht vom Land, aber ich komme aus einer Kleinstadt, da war das Einkaufserlebnis eher mau, was sich natürlich dann auch auf dein Selbstbewusstsein auswirkt, selbstverständlich. Und diese Geschichte haben, ich weiß nicht, wie viele Mädels, die eben größer waren, mehr hatten. Es gab nichts. Tatsächlich, also kann sogar ich noch sagen, es gab nichts. Das hat sich aber geändert und das ist mittlerweile seit, ich würde sagen, 6, 7 Jahren, ist das wirklich von ganzem Herzen kein Argument mehr. Man kann nicht mehr sagen, ich krieg ja nichts. Das stimmt schlichtweg nicht. Und wenn man da Spaß an Mode hat, sich gerne zeigt, sich gerne schön anzieht, dann hat man die Möglichkeit dazu mittlerweile. Glaubst du, dass das so ein Trend ist, der gerade jetzt seine Spitze erreicht, also die berühmten Curvy Models, und dass man sozusagen eher, wenn man jetzt ein bisschen mehr hat, sogar raussticht aus der Masse? Ja, ich denke, es ist tatsächlich ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, aber ich würde das gar nicht so sehen wollen, sondern also was ich mir wünsche, ist eine Welt, wo das völlig normal ist, dass man Frauen oder Männer in allen Staturen, also mit allen Körpern zeigt. Und das fände ich wichtig. Ja? Egal in welchem Alter, egal mit welcher Form. Was für mich aber trotz allem auch wichtig ist, ist, dass ich mich gesund fühle, dass ich mich sportlich fühle und dass ich mich gut und schön fühle. Und das ist natürlich ein Weg, den man aber selber gehen muss irgendwo. Ich wollte nur sagen, wenn man Sport macht, es ist ja für so vieles gut. Für den Geist, für Osteoporose. Und unser Training funktioniert so, es ist nur eine halbe Stunde. Wir empfehlen das 3-mal wöchentlich. Ausdauermuskelaufbau. Ausdauermuskelaufbau. Mhm. Und so geht es, eine halbe Stunde und du hast das schon wieder geschafft. Und ich fühle mich halt dann wirklich wohl. Und dann glaube ich noch gar nicht, dass ich 80 bin. Na wirklich, es ist so. Ja. Das ist zum Beispiel ja auch ein Thema, Petra, mit dem Sport, nicht? Ja. Also bei dir war es halt so, dass dann bei 2 Kindern auch keine Zeit war. Nein, für Sport und ich weiß nicht, was nicht alles. Gell? Ja, es bleibt einfach zu wenig Zeit. 2 Kinder, eine Firma. Also kochen in dem Sinn ja, aber für jeden extra funktioniert nicht. Wir alle, was wir Kinder haben, wissen, sie essen nicht unbedingt das Gesündeste. Das ist nicht in der Lieblingsspeise. Und das ständige selber für einen kochen, das funktioniert nicht. Also zumindest bei mir hat es in dieser Zeit nicht funktioniert. Aber du hast ja auch aus der Not eine Tugend gemacht, so ein bisschen im Pfarrwasser von der Bianca, also schon wesentlich früher, vor Bianca, die eben ihre, also quasi die Figur schön zeigt, in schöner Mode. Bist du umgestiegen, weil du irgendwie kein Gewand für dich gefunden hast? Nein, ich bin draufgekommen, es wird immer schwieriger für die Frauen. Wenn du Figur hast, und du gehst in ein normales Geschäft, ja, sie haben bis zu einer gewissen Größe und sie stopfen dich rein. Und wenn du zunimmst, kommst du drauf, es wird immer schwieriger einzukaufen. Als ich dann selbstständig war mit meinem Geschäft und immer mehr Damen angezogen habe, die auch mehr Figur haben, haben wir uns auf den Bereich komplett spezialisiert. Und ich bin drauf gekommen, dass die Damen, ja, sie suchen was, sie finden aber nichts und sie trauen sich nicht.
Es scheitert ganz oft am Thema mal was Neues probieren, nicht das weite T-Shirt und die enge Jeans. Wobei, wenn ich kurz unterbrechen darf, Werner, Punkt Trauen. Das ist halt auch fürs Auge, wenn man, sag du. Also man hat schon den Anspruch auch, dass man einfach fürs Auge dann trotzdem eine gewisse Figur braucht. Ich muss dann natürlich bei dir sagen, mit Kindern, mit Geschäft, mit selbstständig. Ich kenne das, ich bin selbstständig. Und das ist einfach ein Thema, was koche ich heute? Und es gibt so viel aus dem Regal, das einfach schnell geht, aber das ist einfach schon so ungesund, was da teilweise rauskommt, auch Getränke. Und man ist dann in so einem Rad drinnen, man kriegt das dann nicht mehr los. Und man muss das einfach, man muss das vom Kopf aus wollen. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen, dass ich das wollte. Ich habe da ein Stoffwechselprogramm durchgezogen. Und das ist einfach so, ich hab diese meine Therapie über die 2019 auf 2020, über die Feiertage durchgeführt. Und zu den Feiertagen stehen ja jede Menge Verlockungen herum. Und ich habe das trotzdem gesagt, ich greife da nicht hin, weil ich weiß, ich würde den Erfolg damit gefährden. Und natürlich ist mir dann auch, meine Partnerin hat natürlich dann mich sehr unterstützt, sie hat mir vorgekocht und es war so, bei meinen Baubesprechungen, ich habe mein Essen mitgehabt und es gibt halt alle drei Stunden was zu essen und es hat Vormittag was gegeben, es hat Mittag was gegeben, ich habe gesagt zu meinen Bauern und zu meinen Teilnehmern, ich habe gesagt, ich muss diese halbe Stunde unterbrechen, ich brauche jetzt meine Mahlzeit. Weil wenn ich jetzt in diesen drei Stunden nichts bekommen hätte, dann hätte der Körper gesagt, oh, in den sechs Stunden kommt wieder was und der bunkert es dann, weil er dann Angst hat, dass er nichts mehr kriegt. Und du hast sehr strikt immer dasselbe gegessen. Sehr strikt. Es ist sehr eiweißreiche Kost natürlich, Fisch, Fleisch. Und es gibt Nachmittag einen Apfel mit wenig Zuckergehalt. Es gibt Vormittag auch jetzt noch. Und ich habe auch meine Termine eingetragen. Also ich weiß, alle drei Stunden muss ich was essen. Mhm. Und das halte ich jetzt eineinhalb Jahre nach meiner Kur auch noch ein. Also wenn wir jetzt hier drei Stunden sitzen würden, könnte es passieren, dass du aufstehst, rausgehst und was isst und wieder kommst. Möglicherweise, ja. Ja, genau. Aber das hast du auch für dich gemacht, weil du dich wohlfühlen wolltest. Ja, weil du in schönere Mode auch. Auch, weil auch. Weil Midlife-Preis ist. Eigentlich nicht. Da war ich schon drüber. Es ist schaut so, man. Dass man einfach zu Beginn meiner Kur wird das biologische Alter dort aufgrund der ganzen Messdaten erhoben. Und dort war ich 70. So, da war ich aber noch nicht 70, da war ich 59. Mhm. So, und zu Ende meiner Kur, nach den vier Wochen, waren dort 44, dann war ich 44 Jahre. Es haben sich alle Werte verbessert, angefangen vom Cholesterin über Blutdruck, auch eine Unsitte, die ich habe, das wird meine Partnerin dann noch sagen, die hat sich auch gegeben dann, was sie sehr gestört hat. Und wenn ich das sehe, das Ergebnis sehe, dann ist das eigentlich ein gesundheitliches Thema. Also ich würde sagen, natürlich habe ich einen Anspruch, dass ich anders ausschaue. Aber mit 100 Kilo, ich habe knapp 100 gehabt und 100 war mein Schlüsselerlebnis. Also ich wollte 99,7 ist auf der Waage gestanden, habe gesagt, na 100 kommen wir da nicht drauf. Ja. Eva-Maria, wie war das, ihn zu unterstützen in dieser Zeit, den Werner, unabhängig vom Vorkochen? Ich habe ihn bewundert, weil er das so konsequent durchgezogen hat. Ich habe ja nicht wirklich mitgemacht, also ich habe am Rande mitgemacht, habe natürlich auch 2-3 Kilo abgenommen durch diese Diät. Aber er hat es so konsequent durchgezogen, wie er normal auch in seiner Arbeit konsequent ist. Und genau, also ich habe ihn dafür wirklich bewundert. Keine Möglichkeit zum Rückfall. Keine Möglichkeit. Und wie gefällt er da besser? Das war mir eigentlich egal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gefällt mir schon besser. Bist du auch so wie der Werner, dass du sagst, du bist ja schlank, dass nicht jede Mode zu jedem Typ passt, also dass man mit einer gewissen Körperfülle lieber keine kurzen Kleider tragen sollte, zum Beispiel? Das ist sehr persönlich. Ich kann alles, was hier gesagt wurde, auch gut nachvollziehen, denn ich war selber sehr mollig als Kind und als Jugendliche. Ich habe da auch entsprechende Kommentare bekommen, komme auch aus der Zeit, wo die ganz dünnen die Vorbilder waren und kenne auch dieses Problem mit der Mode. Es passt nicht jedem jedes, das muss man auch sagen, man muss seinen Stil finden. Und ich finde, wenn junge Damen mit ein bisschen fülliger sind, wenn sie glauben, sie müssen kurze Röcke anziehen oder kurze Kleider und sie fühlen sich wohl, und da gibt es sehr, sehr hübsche Kleider und auch sehr, sehr hübsche junge Damen, dann ist das okay. Für mich hätte es nicht gepasst. Okay, danke vorerst. Werner, wann schaut es für dich aus, so dass du sagst, na, das geht ja nicht aus? Auf mich bezogen jetzt? Nein, nicht auf dich bezogen, wenn du so durch die Welt gehst und du denkst ja, dir, ich denke mir schon oft, das sollten sie vielleicht nicht anziehen. Aber was die haben zum dann, Beispiel? Die haben dann eben kurze,
kurze Kleider, kurze T-Shirts, wo dann der Bauch rausschaut. Und die haben das aber mit so einer Selbstverständlichkeit und mit so einem Selbstbewusstsein an, dass ich mir denke, na, hätte man das nicht getraut. Mhm. Aber das speziell Jüngere eigentlich sind das, also wenn man durch die Bank irgendwo in der Stadt geht, da sieht man schon sehr viel. Mhm. Und die haben aber Selbstbewusstsein und ziehen das an. Mhm. Aber ich finde es aber nicht, ich finde es aber auch nicht schön. Wobei natürlich, wenn man im jungen Alter schon jetzt, ich sage jetzt Gewichtsprobleme hat, die Gewichtsprobleme haben wir, die kriegen die nicht mit. Also die sind keine Probleme für die, weil das wird ja teilweise aus dem Fernsehen also übermittelt, dass das normal ist. Aber das verstärkt sich ja, das wird ja nicht weniger. Aber reden wir jetzt lieber noch kurz noch über die Optik. Also du sagst, und wahrscheinlich werden sich deiner Meinung nach viele das denken, dass man ab einer gewissen Körperfülle eben auch nicht unbedingt wie die Twiggy sozusagen angezogen. Ja, Bianca, magst du dazu da was sagen? Genau. Ich koche. Nein. Nein, ich denke tatsächlich, dass man sich auch von diesen, also gehen wir jetzt mal vom modischen Aspekt aus, jetzt gar nicht vom persönlichen. Ich denke, man darf sich anziehen, worin man sich wohlfühlt. Und du sagst ja, die Damen haben ein Selbstbewusstsein und du bewunderst das irgendwo auch. Ja, dann bewunderst doch einfach und lass die bitte anziehen, was sie möchten. Ja. Ich finde es gut, dass sie das tun. Ich finde es schlimmer, wenn du die ganze Zeit mit dem Bewusstsein rumläufst. Oh, kann ich das tragen? Kann ich das tragen? Ist hier was? Ist hier was? Ist irgendwas? Mhm. Also diese ganzen komplette Paranoia und diesen Wahnsinn, den wir Frauen sowieso schon haben. Dann bist du fülliger. Ja? Dann hast du den noch hoch 10. Weil dann irgendein, Entschuldigung, depperter Mensch mal gesagt hat, ja, das kannst du aber jetzt nicht tragen. Wobei ganz ehrlich. Ich würde sagen, dass das Mittelmaß fehlt da. Also das eine ist schlecht, das andere ist schlecht. Und das persönliche Mittelmaß müsste man finden. Ich finde tatsächlich, ich würde das ganz anders angehen. Ich würde sagen, wer sind wir eigentlich, andere Leute zu beurteilen? Mhm. Und sollen die doch bitte anziehen, was sie möchten, wenn sie sich darin wohlfühlen. Wenn es mir ästhetisch nicht gefällt, dann schaue ich weg. Okay. Ich glaube aber nicht, dass sich ja jeder selbst drin wohlfühlt. Weil das sieht vielleicht die Freundin und die hat das an und das ziehe ich jetzt auch an. Das ist ja so ein Trend, der sich da ein bisschen aufschaukelt. Ich weiß, was du meinst, aber warum sollte jemand, also wenn jetzt, Beispiel, Miniröcke sind jetzt in. Ja? Und zwar nur Miniröcke. Beispiel, Miniröcke sind jetzt in. Wieso sollte ich als kräftigere Frau diesen Minirock nicht tragen dürfen? Du hast schöne Beine. Ja, okay. Du hast schöne Beine. Ja, hätte ich sie nicht, würde ich es auch tragen. Ich finde auch, Bianca heißt sie, gell? Ja, Bianca heißt sie. Ihr schaut irrsinnig attraktiv aus. Sie hat eine Größe und ich finde, das passt ja so gut, ja? Schaut wirklich. Aber ich kann mich erinnern, ich war ein Baby, aber Fotos. Gell? Es war ja damals irgendwann so in den, also Ende 60er, 70er, also 69 bin ich geboren, einfach nur kurze Kleider. Das war so die Zeit, wo wirklich alle kurz getragen haben. Mhm. Ob dick, ob dünn. Und rückblickend, also haben viele dieser Frauen auch erzählt, das war nicht so einfach. Nee, natürlich nicht. Aber du darfst halt da auch das Selbstbewusstsein entwickeln und deinen Stil entwickeln. Und ganz ehrlich, also es tragen auch schlanke Jugendliche Sachen, wo du denkst, oh Gott, das wünscht. Also weil es halt gerade innen ist, dann zieht man es an, damit man cool ist. Und das macht ja jeder irgendwie. Und wir haben alle Fotos und Sachen im Schrank, wo man denkt, um Himmels Willen. Das ist aber deine eigene Wahrnehmung. Und ich finde, man darf das nicht so auf andere dann dein... Also wenn ich jetzt hergehe und andere Leute so ver- und beurteile, das tue ich ja auch mit mir selbst. Und das ist ja für mich selbst auch nicht gesund. Deswegen vertrete ich den Ansatz, lass die bitte alle in Frieden, lass die tragen, was sie wollen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann schaue ich halt weg. Okay. Ich bin nur auch ganz bei der Bianca, weil ich bin jetzt auch nicht dieser schmale Typ und das möchte ja nie sein. Und ich stehe auf meine Kurven und ich brauche die, aber sonst bin ich auch nicht ich. Und das finde ich auch einfach so wichtig, dass man da einen Mittelweg findet, dass man sagt, ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Und der, was mich so akzeptiert, wie ich bin, es war damals, wo ich viel mehr Kilo, also wie stärker war noch, es war für mich schon, wenn ich so zurückblicke, eine schwere Zeit, weil auch mit den Klamotten, ich habe auch nichts gekriegt und dann habe ich abgenommen und bin in ein Kleidergeschäft gegangen und habe erst mir die Augen aufgemacht und habe mir gedacht, wow, es gibt so viele tolle Sachen. Man hat dann auch wieder irgendwie eine Freude, einkaufen zu gehen, weil, Und wie hast du das geschafft?
Ich habe damals ja Kohlenhydrate weggelassen, Fleisch, eh sowas Ähnliches wahrscheinlich wie du und Salat und Gemüse und habe geschaut, dass ich jeden Tag 1,5 Stunden, mein Lieblingssport ist Walken, also da bin ich nicht so bei dir mit, kenne mich da gar nicht so aus. Das habe ich damals gemacht, und aber ich habe das schon ein bisschen auf einen längeren Zeitraum gemacht. Wie lang? Und Elisabeth, wie lang? 9 Monate, also. Genau, und haben natürlich auch Unterstützung gehabt damals, weil das Kochen, das ist halt, du brauchst einfach für das Zeit, das ist so meine Meinung. Du brauchst echt Zeit, weil wenn ich schnell wo eine Wurstsemmel dazwischen durch, das geht, schnell, das geht einfach schneller. Und wenn du, und wie du sagst, ein Kopf muss das Klick machen. Und wobei ich jetzt glaube, dass das bei dir jetzt, dass das trotzdem ja auch die Auswirkung, abgesehen von dem musikalischen, auch körperlich dir gut getan hat. Ja, absolut. Das ist einfach, man hat dann trotzdem eine Bandbreite, wo man im gesundheitlichen Bereich unterwegs ist. Und alles, was drunter und drüber ist, ist eher schlecht. Und ich kann mir jetzt nicht einreden, dass ich sage, okay, ich habe jetzt 120 Kilo als Mann und sage, okay, das ist ich fühle mich wohl damit. Das kann es nicht sein. Das ist einfach, da redet man sich selber einfach, macht man sich einfach selber was vor. Und du kannst dich doch wohlfühlen, also schließt du das jetzt aus? Ob das jetzt gesund ist oder nicht, ist ja nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Ja? Ich beziehe es auf die Gesundheit. Das Wohlfühlen, das rede ich mir nur ein, weil ich ja praktisch den Willen nicht habe, dass ich abnehme. Verstehe. Und wenn ich älter bin, dann wirkt sich das einfach irgendwann einmal aus, dieses Gewicht. Du hast einfach die Werte, die dann nach oben gehen und du kriegst es nicht mehr runter. Dann kriegst du Probleme mit den Knie. Und das ist einfach, obwohl ich sagen kann, ich fühle mich mit 120 wohl, gesundheitlich ist das nicht in Ordnung. Vielleicht war das auch beim Siegfried der Grund, abzunehmen. Also so Hinblick auf die kommenden Jahre, man wird nicht jünger. Wie hast du das geschafft, 30 Kilo in 4 Monaten? Ja, mit eiserner Disziplin. Und angefangen da mit Wehwehchen, also die Gelenke, wie es weh und das Ganze. Und vorher natürlich. Vorher, ja. Was hat genau weh dann? Alle Gelenke. Man hat sich unwohl gefühlt. Mhm. Bewegung macht man fast keine mehr, wenn man Übergewicht hat. Und ja, dann hat es weh und dann muss man irgendwas tun. Und mit meiner Frau beraten müssen, wie es ausschaut, ob ich es überhaupt zusammenschafft. Das muss man ja schaffen. Das muss wirklich im Kopf Klick machen. Auch neben dem Job und so weiter. Ja, genau, ja. Und ja, Hobby auch daheim und das Ganze, Imker und alles, was bedingt, das ist viel Arbeit und das Ganze. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, du schaffst das. Und da hat man eigentlich Mut zugeredet und dann haben wir es probiert. Und dann wirklich ist es so leicht gegangen, das Ganze Essen umgestellt, keine Kohlenhydrate, nicht. Ja, dasselbe komplett. Und wirklich in 4 Monaten 30 Kilo. Mit Sport? Ohne Sport. Das war die Bedingung. Bewegst du nicht gern? Nein, ich habe früher eigentlich nicht viel Sport gemacht. Und ich war aber immer schlank. Aber das hältst jetzt, seitdem du abgenommen hast? Ja, ich habe nach den 4 Monaten mir gedacht, na super, jetzt geht es wieder dahin, alles schön, kann man wieder essen und das Ganze alles. Und dabei hat mir das gleich gesagt, dann aufgerechnet auf 2-3 Monate, 5 Kilo auf. Und dann haben wir gesagt, nein, einbremsen. Irgendwas muss mir einfallen. Das und wie tust du jetzt? Ja, jetzt da eigentlich bin ich auf das hingekommen, dass ich unter der Woche eigentlich meine Diät weitermache. Mhm. Also entschuldige, so ähnlich wie der Werner, so alle 3 Stunden? Ja, genau, alle 3 Stunden und das. Und dann zum Wochenende. Schweinsbrot da lassen wir dann. Genau. Lassen wir es gerade. Richtig. Da, wirklich, aber dadurch hält es quasi. Ja, das ist jetzt der Auf und Ab. Es ist, wir sollen sagen, 2 Kilo auf fürs Wochenende und unter der Woche 2 Kilo. Genau. Okay. Jeden Tag Tagstunden. Ja. Aber siehst du, interessanterweise, die Ingrid. Komm, ich habe jetzt natürlich sofort zu dir, du kannst die ganze Woche 7 Na, Tage. Da kann ich leider nicht mit, weil für mich ist das genau der Punkt. Verstehst du, wenn du mir 10.000 Euro zahlst, nehme ich dir in 2 Wochen 5 Kilo zu. Und das können alle, die hier herin sind, auch. Gebe ich dir 10.000 Euro, könnten wir auch 5 Kilo abnehmen. Der entscheidende Faktor fängt ja genau an dem Punkt an. Und mir ist klar geworden, runter ist kein Thema. Dann nehme ich irgendeine Diät, irgendein lässiges Programm, da gehe ich mich mehr bewegen. Ziehe ich 7 Wochen durch, 7 Monate. Aber der entscheidende Tag ist der erste Tag nachher. Und mir ist bewusst worden, ich kann nicht essen. Und dann habe ich zum Beispiel verrückte Experimente gemacht. Das Erste, was ich kapiert habe, ist, ich muss einmal aufschreiben, was esse. Weil ich habe natürlich gesagt, so viel esse ich doch gar nicht. Mhm. Bis ich mal angefangen habe, Kalorien reduzieren. Mhm. Dann bin ich mit meinen dünnen Freunden essen gegangen und habe die nachgemacht. Weil ich wollte nicht glauben, dass dünne Leute anders essen als ich damals.
Siehe da, da habe ich zum Beispiel ganz was Wichtiges kapiert. Von einer tollen Angebotspalette nehmen sich die dünnen Leute immer das Beste zuerst. Dann das Zweitbeste und dann das Drittbeste, weil wenn sie satt sind, hören sie auf. Was hat die Ingrid gemacht? Sie hat alles brav gegessen, bis sie am Schluss nur zu dem gekommen ist, was sie eigentlich wirklich wollte. Und Dick hat mir das Zeug vorher gemacht, nicht das, was ich wirklich wollte. Seither weiß ich, welche Schokolade ich will. Ich futter nicht zuerst Chips und nachher noch ein Magerjoghurt und dann doch noch eine Gurke, bis ich schlussendlich zur Tankstelle fahre und meine Lieblingsschokolade esse. Da hätte ich gleich meine Lieblingsschokolade essen, was ich tatsächlich tue, oder mein Lieblingseis. Bin ich nachher seelisch zufrieden und kann aufhören. Für mich war es ein ganz spannender Moment zu kapieren, dass ich eigentlich nicht essen kann. Und dann habe ich meine Festplatte da oben gelöscht und habe begonnen zu essen. Hier gibt es eine Ampel im Bauch, die sagt, wenn du satt bist, hupf ich auf Rot, es wäre da genug. Das ist wie ein Auto, das sagt, der Benzintank ist voll. Das hat noch eine Zeit lang gedauert, bis ich jetzt auch aufhöre. Und mittlerweile esse ich halt das Dessert zuerst. Weil wenn das das Einzige will, ist von der ganzen Karte, was ich wirklich will, dann erlebt man mich oft nur Suppe und Dessert essen. Oder ich fange schon mal die Speiskarten an mit dem, was gibt es da als Dessert. Und wenn ich weiß, die Schokopalatschinke mit Eis muss unbedingt sein, das Süße. Dann kann ich vorher den Schweinsbraten weglassen. Da kommt er anders mal dran. Wie gefällt das dem Werner? Ja? Ich muss auch sagen, das muss ich das bestätigen, weil ich kastei mich auch nicht. Also ich gönne mir am Wochenende auch was und wir essen auch gute Lebensmittel. Und mir schmeckt auch Teller Spaghetti, schmeckt mir natürlich, aber nicht wie früher 500 Gramm, sondern jetzt bin ich mit 100 satt. Ja. Früher habe ich so einen Teller gehabt und wenn dann ein bisschen was überblieben ist, denke ich mir, na, wenn ich den jetzt aufwärme, der schmeckt mir morgen nicht mehr. Den ist jetzt gleich zusammen. Und das ist einfach die Menge, macht und wir kasteien uns am Wochenende nicht. Ich trinke ab und zu mein Glas Weißwein. Weißwein ist besser, weil der hat weniger Zucker wie der Rote. Und bist du nicht auch, ich glaube, Siegfried macht das mit Essigwasser? Ja, genau. Essig tut ja, glaube ich, auch sättigen. Ja. Vor jeder Mahlzeit, ja, genau. Apfelessig, einen Löffel Apfelessig im Wasser auflösen. Das habe ich mir auch beibehalten. Ja. Und da gibt es natürlich eine Kapsel, weil wenn ich unterwegs bin, habe ich jetzt keinen Apfelessig mit, dann gibt es die Kapsel dazu. Aber nicht in der Früh, oder? In der Früh auch schon. Auch zum Frühstück. Da wird einem ja richtig. Ich habe das einmal gemacht, da bin ich fast ohnmächtig geworden. Da muss Kapseln nehmen, die haben keinen Geschmack. Das ist tut mir viel besser. Ich nehme die drei solchen Güpfe und esse sie ganz langsam. Ja, dann habe ich viel davon. Weil wenn man langsam isst und ganz viel kaut und viel Spucke dazu, dann schmeckt ja das alles gut. Ja. Wer jemals eine Nuss gegessen hat und die 50 Mal gekaut hat, die wird im Mund immer besser. Wenn man das mit einer weißen Semmel macht, dann hast du wieder Kleister im Mund. Genau. Also man kommt schon drauf durch das Essverhalten. Dass es viele andere Dinge gibt, die noch viel besser schmecken. Nein, man muss auf die Qualität von den Lebensmitteln natürlich auch achten. Das ist ja klar. Genau. Also das Billige bei den Lebensmitteln, das halte ich einfach nicht für angemessen. Man, da ist ja wirklich wenig und ich kaufe mir was Gutes dran. Das ist. Und wie gefällt es der Petra mit zuerst das Dessert essen? Also das beste Essen, was man gern. Bin dann ich erst auf jeden Fall. Ist eine super Methode, also gefällt mir sehr gut. Bei uns ist einfach das Zeitaufwand. Ich sage jetzt einmal, wann habe ich Zeit zu essen? Ich komme auf den ganzen Tag nicht. Dann wahrscheinlich davor. Du musst das gesund kochen, dann vorher. Ja, müsste ich vorkochen. Ich schaue, dass die Familie versorgt ist. Was essen sie alle? Also vor allem die Jungs, der Kleinste ist noch unser größtes Problem, sage ich jetzt einmal. Der isst nicht alles, der ist noch sehr wählerisch. Unser ältester Sohn ist mittlerweile sehr unkompliziert. Aber man muss sich wahrscheinlich für Essen auch Zeit nehmen. Ja, es ist auch das, sage ich mal, das Kochen selber ist nicht das Problem. Du kaufst gesund ein, du machst das, nur dann die Zeit nehmen, wirklich gemütlich dort zu sitzen und zu essen, und zwar regelmäßig zu essen. Genau. An dem scheitert es jetzt von meiner Seite her. Weil ich komme oft Mittag erst drauf, dass ich zum Frühstücken vergessen habe. Ja, das ist schlecht. Dann bunkert nämlich der Körper, dann ist Essen, das dann reingibst. Naschbeutelchen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich meine Lieblingsnüsse, habe ich rausgefunden, was schmeckt man am besten, Mandeln, Rosinen, dann noch so drei, vier, irgendwas Trockenfutter. Mhm. Ohne das bin ich nicht aus dem Haus gegangen, weil nach drei Stunden bin ich sowas von nervös. Dann greifst du überall hin. Sagt man, Lord, die Leute haben schon gesagt, isst du was, sonst bist du ein Diva oder so. Ich habe das gebraucht, das habe ich mitgehabt. Ich esse auch nichts ohne Serviette zum Beispiel, ohne Teller. Ich bin da drauf gekommen, was ich da zwischendurch schneller mal mir einhaue, vor lauter, dass ich nicht dazukomme. Jetzt nehme ich zumindest eine Serviette und gebe mir dieses
drei Kartoffelchips da drauf, dass ihr Bewusstheit kriegt dafür. Ja. Ich habe für mich gesorgt, weil Essen heißt ja, ich tue ja auch was für mich. Ja. Das ist anders als Zigaretten aufhören oder Alkohol aufhören. Wenn ich Essen aufhöre, bin ich tot. Also mit diesem Ding muss ich lernen, umzugehen. Ja. Aber so viele Suchtmittel kann man weglassen. Das aber Essen, Ingrid, kann sie wenn weglassen. Du, weil du sagst, du nimm mir halt meine drei Kartoffelchips. Ja? Ja, wer isst nur drei? Ja, oder fünf. Isst man. Nein, oder fünf, also meistens isst man. Ich stelle mir keine Packungen mehr hin, das mache ich nicht. Ich, ich gehe lieber dreimal, so tue ich mir überlisten. Ja. Weil nach drei, ich hole immer eine Handvoll auf eine Serviette oder einen Teller aber und dann futter ich. Aber dann gehe ich 20 Mal. Du, aber dann hast du erstens schon die Kalorien verbraucht, da sagt der Tracker, du hast genau, 400 Schritte. Ja. Und die Chance, dass ich sage, eigentlich bin ich satt, ist gegeben. Mhm. Wenn ich diese Packung nehme, bin ich fremdbestimmt. Ich bin ja auch drauf gekommen, dass die Industrie sagt, ein Sackerl Kartoffelchips, wer sagt dir, dass das in deinen Magen passt? Die Semmel. Hat jemand von uns im Wirtshaus schon mal zu dem Wirt gesagt, ich habe zu wenig auf dem Teller? Da bestimmt wer anderer über meine Menge. Und da habe ich auch müssen drüber überlegen, was ist so meine Menge? Was will ich heute? Manchmal will ich 1,5 Packungen. Weil eine nicht reicht. Aber ich lasse mich nicht fremdbestimmen. Und mit diesem, ich hole mir immer so ein Schüsselchen voll, bin ich schon drauf gekommen, der Ingrid täten 3 Handvoll reichen. Meistens. Ja. Ein gutes Mittel ist, wenn man nichts zu Hause hat. Wenn man diese Sachen nicht einkauft. Aber dann kriegt man Besuch. Und dann der hat ein Pech gehabt, der Besuch. Die müssen halt dann hungern. Aber das ist ein gutes Mittel, also das habe ich praktiziert. Und das ist ein gutes Mittel, wenn man nichts zu Hause hat. Also da schaut man dann wirklich überall nach, was dann vielleicht noch Essbares da ist. Und es ist aber dann nichts mehr Essbares da. Und dann sagt man, okay, am Abend, ich hab immer 12 Stunden, nachdem ich in der Früh angefangen habe, hier am Abend auf. Und dann ist halt um 7 am Abend, ist halt dann mein letztes Essen und dann habe ich aufgehört damit. So, und wenn nichts da ist, ist nichts da. Ja. Kaffee gibt es natürlich, Kaffee ist erlaubt und ich trinke sehr viel Kaffee, natürlich schwarz ohne Zucker. Mhm. Und das ist dann mein Ersatz für was Süßes gewesen. Halt dann. In der Zeit, wo man dieses Bewusstheit umstellt, wo man einfach was lernt über das Essen, da habe ich dann die Schokolade in den Keller runter dann. Weil ich war so faul, dass ich mir gedacht habe, genau. Die Nasskiste ist runter, da unten, da gehe ich nicht runter, heute will ich nicht runtergehen, weil der Tatort ist so spannend. Genau. Und siehe da, um 10 bin ich draufgekommen, ich habe die Chips nicht gefunden. Ja, genau. Petra, wie schaut es aus mit Selbstbewusstsein deiner Kundschaft? Es ist unterschiedlich. Ich beschäftige mich auch ganz stark mit der Braut, mit dem wichtigsten Kleid im Leben. Wo man immer abnimmt, gell? Nein, nicht immer. Also am Tag der Anprobe muss das Kleid perfekt passen. Wenn sie abnehmen, von sich aus, dann ja, dann riecht man das. Das bringen wir hin. Aber was ist, wenn sie nicht abnehmen? Es gibt auch viele Frauen, die im Stress zunehmen. Und du bist nicht der Meinung von Werner, der sagt, also ab einer gewissen Körperfülle sollte man vielleicht nicht zu kurz tragen, zu eng tragen, bauchfrei oder welches sonstiges. Sagen wir uns ehrlich, es kommt doch immer auf die Ausstrahlung der jeweiligen Person drauf an. Es kann eine dünne Person bauchfrei tragen, wo es die Figur sehr, sehr gut hergibt und es passt nicht. Es kann eine starke Persönlichkeit tragen und du sagst, bah, die Figur, du siehst das gar nicht so, sondern du siehst die Frau, die reingeht. Bianca, hast du schon Diäten probiert? Ich habe das schon probiert. Ich habe dann aber tatsächlich für mich eine Erkenntnis gehabt und zwar kommt Selbstbewusstsein von innen und nicht von außen. Und das habe ich lernen dürfen mit Mitte 20. Da habe ich tatsächlich mal eine Diät gemacht. Da war ich aber, der Start war weniger als jetzt. Ich habe dann das Erlebnis gehabt, dass ich aus Versehen die Hose von einer Freundin angezogen habe, die eine Kleidergröße weniger hatte als ich und mir ist sofort alles zusammengebrochen. Oh Gott, ich bin fett, ich weiß es nicht. Mhm. Alles war umsonst. Und da habe ich gemerkt, okay, es hat nichts mit meinem Körper zu tun, sondern es ist meine Einstellung, es ist mein Geist. Und ich verzeihe mir manchmal, wenn ich mehr drauf habe auf den Rippen. Ich finde mich deswegen nicht hässlich. Ich habe natürlich auch meine Grenze, wo ich sage, okay, das geht für mich nicht. Habe ich auf jeden Fall, selbstverständlich. Und dann mache ich auch was, weil ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte mir selbst gefallen. Aber es gibt einfach wirklich andere Dinge im Leben wie das Gewicht. Und das sind auch eben dieses Zum Beispiel? Ich war in einer fürchterlichen Beziehung. Und meine Platine war verbrannt, ich war fertig mit der Welt. Und da habe ich gelernt, okay, hey, Moment, also wie konnte das alles passieren? Ja? Und damals war ich auch dicker und da war das aber mein geringstes Problem, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich nicht angefangen, mich fertig zu machen, sondern habe gesagt, okay, das ist jetzt, sind wir jetzt gerade, jetzt schauen wir mal, dass es uns geistig wieder gut geht und dann folgt der Rest.
Liebe Magistra Christina Lachkowitsch-Botschädel, du bist Ernährungswissenschaftlerin und du beschäftigst dich Zeit deines Lebens mit unter anderem Diäten. Gibt es die optimale Diät? Ja, wenn ich das jetzt bejahen könnte, dann würde ich meine E-Mail-Adresse einblenden und dann hätte ich ausgesorgt. Ja. Denn nein, das gibt es nicht, denn jeder Mensch hat ein individuelles Leben und eine individuelle Vorgeschichte und auch Bedürfnisse und deswegen gibt es nicht eines für alle. Das gibt es einfach nicht, das wird es auch nie geben. Und die Vorgeschichten eines jeden Einzelnen sind enorm wichtig für einen Gewichtserfolg. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass man erkennt, dass die Ernährungspsyche entscheidend ist für Erfolg und überhaupt für eine Ernährungsveränderung oder für eine Lebensveränderung, weil Ernähren verändern bedeutet auch Leben verändern. Und ich denke, dass das wichtig ist. Und ich glaube, was entscheidend ist, ist, wenn man eine Ernährungsveränderung vornimmt, also egal was, ob mit oder ohne Kohlenhydrate oder mit Bewegung oder ohne, man muss immer schauen, kann ich das auch durchhalten. Also das Durchhalten ist entscheidend für später, weil wie gesagt, abnehmen kann man schnell halten, ist halt dann das Thema oft. Und während einer Abnahme ist man in einem Rauschzustand. Man ist ja sehr bestätigt durch den Erfolg auf der Waage. Und deswegen ist man nicht sicher, also fühlt man sich sicher und hat den Eindruck, das schafft man, das passt. Ja. Aber wenn irgendwann die Zeit abgelaufen ist, nach meistens 3-4 Monaten, wird es schwierig. Und ich glaube, dass das entscheidend ist, den Blick nach vorne zu machen. Ja. Die Ingrid hat sogar ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen, also wie man es wirklich schaffen kann, auch dauerhaft schlank zu bleiben. Was hältst du von der Idee, zum Beispiel mit der Nachspeise zu beginnen, wenn man einfach ein Süßer oder Süße ist? Das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich jetzt gerne auch selbst zum Thema gemacht. Wenn man sowas hört in so einer Sendung, dann werden immer viele Informationen gefiltert. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil jetzt filtern viele... Ich kann ja jetzt eine Nachspeise bevorzugen und dann vielleicht noch was hinterher essen, vielleicht doch noch den Schweinsbraten. Und das ist tatsächlich ernährungsphysiologisch äußerst ungünstig. Das kann man einmal machen, das ist wurscht. Aber die Regelmäßigkeit ist natürlich nicht in Ordnung. Und auf der ernährungspsychologischen Ebene muss man auch aufpassen. Und was ich auch heraushöre jetzt bei der Ingrid ist, sie ist so, und das meine ich jetzt gar nicht böse, so ihr Slogan ist, ich kann alles essen. Aber letzten Endes ist sie eine sehr kontrollierte Persönlichkeit und nimmt dann dort und da wieder heraus. Und das ist natürlich, die Leute filtern, boah, die ist schlank und kann alles essen, aber wahrscheinlich ist es schon auch einfach ihre Disziplin, die dahinter steckt, die das dann auch so im Lot halten lässt. Und das ist die Gefahr bei diesen ganzen öffentlichen Themen rund um das Thema Essen. Und wenn ich auch noch zu der jungen Sängerin was sagen darf, das finde ich... Auch ich verstehe, dass die Kritik von der Bianca, dass sie das eigentlich hätte sein lassen und sie hätte das nicht mit sich machen lassen. Aber ich muss sagen, weil sie so jung ist, fand ich das großartig, dass die Manager scheinbar oder welche Menschen das auch immer waren, die Initiierung waren für ihre Veränderung, weil nach oben hin sind die Grenzen offen. Das heißt, sie hätte ihr Essverhalten nie korrigiert und sie wäre zu jung gewesen für dieses Gewicht. Das heißt, es hat dir quasi geholfen, diese Idee, Sängerin zu werden, dein Gewicht in den Griff zu bekommen und gesund zu bleiben, weil du bist einfach jetzt fit und schaust sehr gut aus und hast noch viel vor dir. Und das finde ich großartig. Ja. Kann man wirklich ohne Sport abnehmen? Ja, definitiv. Das muss ich bejahen, weil es wäre für jeden, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder eine andere Beeinträchtigung hätte, ja, der absolute Wahnsinn, wenn er jetzt hört, tut mir leid, das geht nicht. Ja. Mhm. Und ich habe sehr viele Menschen, die Sorge haben, dass sie jetzt Sport treiben müssen, um abzunehmen. Aber da ist immer wirklich zuerst einmal wichtig, die Ernährung auf gerade Beine zu stellen, denn sonst macht der Sport ja überhaupt keinen Sinn. Und dann kann man die Bewegung dazu tun. Aber es ist nicht zwingend notwendig, mit Sport zu beginnen, um abzunehmen. Aber Sport hält jung, wie man sieht, und ist grundsätzlich wichtig, aber nicht zum Abnehmen. Wie wichtig ist denn dieses Körper, Geist und Seele und auch Ordnung ins Leben zu bringen, also wegzukommen von diesem nebenbei geschwind, ja, und auch geschwind essen, sich gar nicht bewusst Zeit zu nehmen? Der Alltag spricht dagegen. Viele haben viel Arbeit, viel Stress, Sorgen und so weiter. Und da ist es tatsächlich mir als Coach, als Beraterin oft wichtiger, die Leute essen schnell, rechtzeitig und halt vielleicht am Vorbeigehen als viel zu lange nichts.
Und natürlich, das Optimum wäre, wir haben alle Zeit und können Selbstfürsorge betreiben. Und ich denke, wenn man da eine gute, so einen Mittelweg findet, mal mit mehr Zeit bei Mahlzeiten und dann mal schnell zwischendurch, ist das Allerbeste. Vielen Dank, liebe Magistra Christina Lachkowitsch-Butschädel. Ich bedanke mich auch bei euch. Es waren viele verschiedene Einblicke zu dem Thema schlank sein, endlich abnehmen, sich auch wohlfühlen. Wenn Sie Ihren Körper lieben und hineinhorchen, dann sagt Ihnen wahrscheinlich der sowieso, wann genug ist, wann sie satt sind. Und wichtig ist, dass sie sich mit dem Geist, mit der Seele im Körper wohlfühlen, auch wenn sie nicht den Modelmaßen entsprechen. Und jetzt hören wir noch die süße Elisabeth mit ihrem aktuellen neuen Song Alles gleich nochmal. Danke fürs Zuschauen. Das rote U-Boot, das bist du. Tauchst auf und ab, dein Feuer blinkt mir zu. Du tauchst im Grenzgebiet, ich tanz nach deinem Beat. Hör bloß nicht auf mit dem, was grad geschieht. Alles gleich nochmal, sofort und hier. Heute hab ich die Wahl, ich will's mit dir. Du hast mir den Kopf verdreht, es kommt, wie's in den Sternen steht. Alles gleich nochmal, was kann passieren? Schade um die Zeit, die wir verlieren. Wie man's wendet und doch dreht, es kommt, wie's in den Sternen steht. Alles gleich nochmal. Ich will alles gleich nochmal.